Das österreichische Bundesheer bekam wieder Zuwachs. Im Rahmen der traditionellen Militärhundetaufe wurden 7 Rottweiler-Welpen im Militärhundezentrum Kaisersteinbruch getauft. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein sowie Verteidigungsminister Thomas Dallinger, Frauenministerin Ines Dilling und Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil übernahmen die Patenschaft der kleinen Vierbeiner. Mit dem Umhängen der Hundedienstmarke traten die 3 Monate alten Welpen im Rahmen des militärischen Festaktes offiziell ihren Dienst beim Bundesheer an. Es ist uns eine Freude, dass Sie heute hier zu uns gefunden haben, auf Initiative des Herrn Bundesministers. Wir haben hier das Programm insofern vorbereitet, dass ein kleines Rahmenprogramm bietet, bevor wir diese Hundetaufe durchführen. Für die Hundetaufe selbst sind sehr dankbar, dass Sie die Patenschaft übernehmen. Es entstehen für Sie keinerlei, wie immer, geartete Verpflichtungen, muss ich auch dazu sagen. Ich liebe Hunde. Ja. Und der Ablauf wird so sein, ich würde gerne eine Kurzeinweisung machen, damit wir wissen, wenn wir durchgehen, wie man das einordnet. Ganz kurz, weil Sie haben Briefings genug, nehme ich an. Und dann gehen wir zum angenehmen Teil über, wo wir unten eine dynamische Hundevorführung sehen, mit fertig ausgebildeten Hunden und dann die frisch noch nicht in Ausbildung stehenden, wo wir sie ersuchen, die Patenschaft zu übernehmen. Gerne. Herzlichen Dank. Bitte schön. Geht schon. Rüde Eiko. So, der Exit der Rüde, ne? Jawohl. Ein Rüde. Ja.
Bitte schön. Umhängen. Und für die nächsten 10 Minuten gehen wir hängen. So, der nächste. Schön, noch streicheln. Das ist der Enzo. Enzo. Wir waren ja Kamil. Enzo. Ja, genau. Jetzt gehört er hin. Jetzt gehört er mir. Ja, aber macht den anderen das so lieb, ja? Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin das erste Mal hier. Es ist wirklich, wirklich bemerkenswert, was man hier zu sehen bekommt, was sie hier leisten, was sie ausbilden, was sie machen. Und ich freue mich sehr, dass sie so viele Damen in ihrer Mannschaft und Frauenschaft, wenn ich das so sagen darf, haben. Und es war ganz, ganz liebenswürdig von Ihnen, uns hier einzuladen. Es hat uns große, große Freude gemacht. Vielen Dank und alles erdenklich Gute. Herr Minister, heute stolze Pate von einem so schönen Hund. Ja. Was fühlen Sie da? Ganz einfach ein ganz ein tiefes Mitgefühl. Ich liebe Hunde und für mich ist es ein absoluter Wohlfühl-Event, wie man es bei dem Hund auch sieht. Ja, Kaiser Steinbruch ist bekannt mit den Rottweiler. Er ist wirklich lieb. Aber was die Burgenländer meistens Sorgen jetzt macht, wenn wir sind auf die Grenze, finden Sie, dass die Aushungern von den Bundeswehr in Ordnung ist oder kann man da was dagegen machen? Bitte, Dasti? Aushungern, zu wenig Budget. Na, wir haben ja jetzt einen Bericht im September und bin überzeugt, dass das Bundesheer in Zukunft auch die ausreichenden Mittel zur Verfügung haben wird. So viel, was Sie brauchen? Ja, genau. Und wie gefällt Ihnen Burgenland? Wunderbar, komme ich immer wieder gerne her. Das hören wir gerne, Dankeschön. Bitte. Frau Ministerin, Sie sind heute Taufpatin von einem wunderschönen Welpen geworden. Wie fühlen Sie, was fühlen Sie da? Es war sehr schön und sehr beeindruckend, diese Tiere auch zu sehen, was dann auch mit ihnen noch gemacht wird, wie viel sie noch dazulernen. Und das von einer Hundeführerin, die dann die Patenschaft und sozusagen auch den Hund weiter betreuen wird, das hat mich sehr gefreut. Ihre Zuständigkeit ist für die Frauen. Wollen wir sehen, wie viele Frauen bei der Bundeswehr sind? Was sagen Sie da dazu? Das hier ist eine löbliche Ausnahme, was den Frauenanteil im österreichischen Bundesheer angeht. Aber das ist sehr schön und dass man auch sieht, dass Frauen das Gleiche leisten können wie Männer. Und wie gefällt Ihnen im Burgenland? Das ist immer eine Reise wert und ein Besuch.